Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir die Mewtwo V-Union Spezialkollektion. Es gibt ja drei Stück davon, die Seishun, die Kyojutsu und hier die Mewtwo. Seishun haben wir schon geöffnet. Hier nochmal von hinten. Ich muss sagen, dieser Style gefällt mir eigentlich. Wo man jetzt so vier Karten in einer verwandelt, sag ich mal. Das gab es ja auch mal mit solchen anderen Karten. Ich habe irgendwie vergessen, wie die heißen. Ich glaube, das waren die Legendenkarten. So hießen die irgendwie. Und wir haben hier auf jeden Fall Professor Burner. Die ist auch in allen drei Kollektionen immer gleich dabei. Und dann hier ja die verschiedenen Mewtwo-Teile. Das lege ich schnell kurz ein. Dann hier, ich zeige euch die Packs und alles noch gleich ein bisschen genauer. Das dauert immer so ewig, Karten einzuschließen. Und den Code zeige ich euch jetzt auch gleich. Okay, geschafft. Erstmal hole ich mal die Packs raus. Dann hier noch die Karte in groß. Gefällt mir eigentlich sehr. Ich finde es sehr schön, ist aber die coolste. Die lege ich jetzt einfach irgendwie so hin. Wir haben einmal Farbenstock, einmal Schwappenschild. Noch der Code. Und dann einmal Drachenwandel und Kampfstile. Wir fangen mit Schwertenschild an. Das Schwertenschild ist jetzt ein interessantes Pack. Oh nein, Leute. Oh mein Gott, Leute. Mopeko V-Max Rainbow Rare. Die hatte ich zwar schon, aber trotzdem eine verdammt coole Karte. Hier noch der Code. Sehr, sehr cool. Eine sehr, sehr gute, coole Karte eigentlich. Auch diese so Blitze im Hintergrund finde ich cool. Weiter mit Farbenschock. Ich will hier immer noch das Pikachu Full Art ziehen. Das wäre so cool. Oder auch die Shinies, die Gold Shinies sind cool. In diesem Set eine Pflanze, die Metern, Pepella, Pepek, Nikada, Bekunde, Wambol oder Wambol, ja, Gala Mauzi, Nikanda Reverse und dahinter ein Boreos Holo, besser als nix, würde ich sagen. Weiter mit Kampfstile. Eine Metallenergie. Fließender Angriff, Wirbelrolle. Ferkokel oder Imantis, ja. Gala Fleckmann, ein Mankey. Oh mein Gott, Leute, wir haben einen voll guten Hit. Sepia, Kramurkles. Levelbar Reverse dahinter. Oh mein Gott, Leute, nein, die habe ich auch schon, aber fließender Angriff, Volozo in Alternativ. Nein, die habe ich auch schon. Aber trotzdem, wie cool, hatte ich zwar schon, aber trotzdem eine verdammt coole Karte. Das Centering, Leute, auf dieser Seite ist es voll klein und auf dieser irgendwie voll groß. Aber trotzdem eine schöne Karte. Das letzte Pack Drachenwandel. Es muss kein Hit kommen. Das wäre cool, wir machen mal ein Skibidi-Pack. Kapuno, ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen. Lil Minip oder sowas. Lampi, Dartini, Zurukex, Altaria, Kubuin,
Oder keine Ahnung, gell? Trotzdem, Leute, das, wir hatten so gute Karten, auch wenn ich die alle schon doppelt hatte. Ich meine einfach eine Alternative, eine Rainbow und noch eine Holo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.